steht da vorne drauf auf unserem Akt. Zweimal, es steht zwar Zyprexa nicht oben für die Anfangsbehandlung. Mhm. Da steht da Fixierung, 2 Ampullen Haldol, 2 Ampullen Haldol heißt das? Haldol. Haldol. Das war zumindest am Anfang. Die weitere Behandlung geht aus unserem Akt nicht hervor. Das müssten wir aus der Krankenliste des Krankenhauses erheben, ob Zyprexa gegeben wurde oder nicht. Ich weiß nur darauf hin, ich habe ein unglaubliches Fettwachstum, dann haben sie mir Blutzucker und das sind genau die Symptome, die in dieser Frontal 21 Sendung angesprochen worden sind. Zuckerkrank wird man, fett wird man, Kreislauf ist kaputt. Genau, das glaube ich Ihnen, dass das ganz schwerwiegende Nebenwirkungen hat. Da sind wir einer Meinung. Ja. Ärztliche Leitung sagt, Sie sind für Geltendmachung zuständig. Ärztliche Leitung hat aber nicht recht, sondern die dafür zuständige, Behandlungsfehlern zuständige Patientenvertretung ist eine Frau Dr. Renate Hammer. Gottes Willen, mit der habe ich schon gesprochen, ja. Und die prüft dann im Normalfall durch einen Arzt, ob ein Behandlungsfehler vorliegt oder nicht, also eine Vorprüfung. Mhm. Und da gibt es eine Schiedsstelle. Aber ich bitte Sie, ich meine, wie gesagt, illegale Verhaftung angedroht und dann noch zusätzlich Zyprexa verabreicht. Ja. Also, das ist ja kein Behandlungsfehler, das ist ja. Na, Zyprexa, wenn es um die Nebenwirkung und Nebenwirkung einer Medikation geht, dann geht es um Behandlung oder Behandlungsfehler. Ne? Das andere ist davon zu trennen, das andere war im Unterbringen. Ja, das ist immer die juristische Holzhacker-Methode. Wir trennen alles, wir hacken alles auseinander, wir zerstückeln alles und am Schluss hat sowieso niemand Schuld. Aber das ist eine durchgehende Linie. Ja? Das war eine unglaubliche Verhaftung, das war eine unglaubliche Anhaltung und zusätzlich ist dann noch Zyprexa dazugekommen. Das heißt, das war ja schon vorprogrammiert. Und als Patientenvertreter bin ich dazu da, den Patienten vor einem Gerichtsverfahren zu schützen. Ich muss versuchen, mit der Versicherung eine Vertretung mit einem ärztlichen Mitglied. Ich bin Jurist. Ich kann nicht beurteilen, ist es ein Kunstfehler oder nicht. Grüß Gott, Steffen. Grüß Gott. Wir haben vereinbart, dass wir heute Vormittag. Es ja, haben Sie die Beilagen die bekommen, habe ich bekommen, die ich Ihnen geschickt habe? Ja. Zwei Verhaftungslüge, kann ich nur sagen. Wächst und wächst. Ja, die Frage ist, was man da jetzt noch dagegen tun kann. Also zwei Punkte habe ich Ihnen vorgebracht. Erstens war das die Beschwerde, dass Sie seinerzeit nichts gemacht haben. Und zweitens war die Sache mit Zyprexa. Ja, zum ersten Punkt. Sie sind ja der Meinung, dass wir untätig oder der Patient, der Sie vertretende Patientenanwalt untätig war, beziehungsweise das mit sanktioniert hat, haben Sie gestern gesagt. Naja, ich habe. Das ist nicht so. Ich habe hier das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 4.1. und der Beschluss war am 4.1., dass die Unterbringung für unzulässig erklärt wird. Also es wurde dem Antrag des Patientenanwalts gefolgt. Darum weiß ich nicht, wo. Moment, wie war das jetzt bitte? Und welcher Datum war das? 4.1.2002. Mündliche Verhandlung. Richtig, ja. Da bin ich aber vorher schon. Ja, gut. Aber da war ich schon. Also, das war von 18.12. bis 4.1. Ich glaube, das sind zwei Wochen, sind das, oder? Ja, gibt es die Erstanhörung.
Ja. Also innerhalb von 4 Tagen findet eine Erstanhörung statt. Schneiden Sie das Gespräch wieder mit? Darf ich? Das ist Ihre Sache. Ich würde nur gerne wissen, wenn Sie das tun. Das finde ich, ja, wäre. Darf ich das gegebenenfalls auch? Können Sie das jedenfalls machen? Ja, gut. Nur wissen möchte ich es. Bitte. Es hat die Erstanhörung gegeben. Die war, Moment, die war also innerhalb der ersten 4 Tage nach Beginn der Unterbringung muss ja diese Erstanhörung stattfinden. Das war am 21.12. Und da hat das Gericht entschieden, dass die Unterbringung vorläufig zulässig ist. Ja, und wie hat da der Patientenanwalt argumentiert bei der Erstanhörung? Moment. Der Patientenanwalt hat im Rahmen dieser Erstanhörung auch den anwesenden Sachwalter, glaube ich, befragt. Ja, da ist es jetzt. Er hat ihren Wunsch nach Entlassung dem Gericht mitgeteilt. Er hat den Moment. Er hat gesagt, dass Moment, das ist jetzt überbefragen. Er hat also den anwesenden Arzt, ich glaube den Dr. Raffelsberger ist das, befragt, und der hat darauf noch einmal seine medizinische Meinung dargetan. Und dann hat der Patientenanwalt nochmal darauf hingewiesen, dass sie entlassen werden, dass die Unterbringung aufgehoben werden soll. Und dann hat ihr Sachwalter, der Herr Dr. Götzschhofer, noch die Zusendung des Protokolls beantragt. Und der Richter hat dann in seinem Beschluss die vorläufige Unterbringung des Patienten für zulässig erklärt. Ja, lassen wir mal den Sachwalter aus dem Spiel, weil erstens die Bestellung zu dem und was er gemacht hat, das ist sowieso sicher eigenes Straf und. Gut, ich wollte nur sagen, es war halt damals ihr Sachwalter, warum auch immer, und der war dabei. Ne? Ja, aber wenn Sie dieselben Vorwürfe sehen wollen wie die gegen den Sachwalter, dann bitte. Aber was der gemacht hat, das ist ohnehin eine andere Sache. Nein, aber wie gesagt, ich werfe Ihnen konkret vor, ja, Sie haben die Sachlage nicht geklärt. Es war eine unglaubliche Verhaftungslüge. Es war sogar die Androhung zu dieser Verhaftungslüge. Und der Patientenanwalt hat nicht einmal den Ansatz unternommen, diesen Sachverhalt zu klären. Gut. Ja, gedenken Sie diesen Schaden wieder gut zu machen. Welcher Schaden ist Ihnen entstanden durch uns? Wissen Sie was, ich kann Ihnen sagen, mein Vater ist der grauenhaftest gestorben. Der hat das nicht verkraftet, dass ich illegal verhaftet worden bin. Der ist wirklich grauenhaftest gestorben. Was da die Ärzte drin haben, das ist unglaublich. Was ist die Verantwortung des Sie vertretenden Patientenanwalts? Ganz konkret, er hätte den Sachverhalt klären müssen. Und er hätte auch berücksichtigen müssen, ich bin vorher schon 3 Tage lang niedergespritzt worden, bevor er mich überhaupt gesehen hat. Das hätte er mit berücksichtigen müssen, dass man da sicher in einem anderen Zustand ist, wenn man 3 Tage lang voll von wirklich kriminellen Elementen, darf ich sagen. Glauben Sie, dass er das nicht berücksichtigt hat? Naja, er hätte von sich aus entsprechend Schritte unternehmen müssen, die haben in dem Augenblick gar nicht von mir so kommen können, in dem Zustand, wie gesagt, mit diesen Drogen, mit denen ich da bearbeitet worden bin, er hätte von sich aus Schritte unternehmen müssen, dass der Sachverhalt tatsächlich geklärt wird. Welche Schritte stellen Sie sich da vor? Er hätte genau den Sachverhalt eruieren müssen, den ich Ihnen schriftlich dokumentiert habe. Da hat es eine Drohung gegeben zu dieser Sache. Und dann war das eine unglaubliche Verhaftungslüge. Das ist ja unglaublich. Hat im SPÖ-Büro Leute mit dem Umbringen bedroht, steht drinnen. Und dann hätte er schon seinerzeit im SPÖ-Büro und die ganzen Stellen kontaktieren müssen und die Sachlage klären. Okay. Ich schreibe das nur mit, gell? Wir würden natürlich früher zum Ergebnis kommen, wenn Sie den Sachverhalt akzeptieren würden, gleich zu Beginn.
Welchen Sachverhalt soll ich akzeptieren? Der Patientenanwalt hat einen großen Fehler gemacht. Ja, das werde ich natürlich nicht von vornherein akzeptieren, sondern das werde ich überprüfen, ob ein Fehler gemacht wurde. Die Patientenanwalt natürlich darüber reden. Gehen Sie mit mir konform, es war eine Verhaftungslüge. Aufgrund der Unterlagen, die ich Ihnen geschickt habe. Eine Verhaftung, das habe ich Ihnen schon versucht. Sagen wir, es war eine Anhaltung, ich bin illegal. Eine Einweisung, die ich später von der Volksanwaltschaft für rechtswidrig erklärt wurde. Damit gehe ich Ihnen mit Ihnen vollkommen konform. Ja, und gehen Sie mit mir, wissen Sie was, warum der Volksanwalt das erste nicht gemacht hat? Weil er gesagt hat, das ist von einem Richter gedeckt. Das war das einzige Argument, was er geliefert hat, warum er das erste nicht untersuchen durfte, nicht einmal von vornherein. Genau. Und ja. Im Allgemeinen muss man davon ausgehen, dass der Richter, je nach Informationslage natürlich, da haben Sie ganz recht, eine Entscheidung trifft, die einfach zutrifft. Man kann die Rechtsmöglichkeiten dagegen, zum Beispiel gegen, ja in dem Fall nicht, weil die Unterbringung nicht aufgehoben worden ist, aber man könnte, wäre die zweite Verhandlung auch für Sie negativ ausgegangen, heißt, hätten Sie naja, da bleiben, okay. Dann kann man einen Rekurs machen. Naja, aber bitteschön, ich möchte schon darauf hinweisen, wissen Sie, was in diesen 14 Tagen stattgefunden hat, wo Sie mitverantwortlich sind? Ich weise nur darauf hin, haben Sie das Gutachten vom Dr. Schmidbauer, haben Sie das in den Akten? Natürlich. Ja, wissen Sie, da steht wortwörtlich drinnen, es ist anzunehmen, dass die Unterbringung auf unbestimmte Zeit erfolgen muss, weil ein potenziell gefährlicher Verbrecher oder nicht reingeschrieben, aber... Nein, Verbrecher oder sicher nicht reingeschrieben. Ja, aber potenziell gefährlich. Genau. Der Inhaftierte oder jedenfalls der Patient ist und das hat er beschlossen in dem Augenblick, wie ich ihn darauf hingewiesen habe, dieser Schmidbauer war nämlich bei der Sachwalterschaft beteiligt, genau, am Bezirksgericht Munden. Das ist sehr unglaublich. Mhm. Ja, also ich sage Ihnen, eine unglaubliche, ungeheuerliche Geschichte. Was sich Ärzte in dem Land erlauben dürfen, ist unglaublich. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass derselbe Dr. Schmidbauer im Rahmen der mündlichen Verhandlung dieses Gutachten, das schriftliche, relativiert hat und gesagt hat, nachdem jetzt ein Angebot besteht, ist er auch der Meinung, dass man das nützen kann. Nein, ich weiß, aber darf ich Sie, bitte, um das abzukürzen, aber darf ich Sie darauf hinweisen, ja, nachdem er mir das gesagt hat, schickt mir das Bezirksgericht Munden die Ladung zu dem Verfahren zu, wo es um diesen Bootsunfall geht, ja, wo der Gemeindeortssohn, oder, der ist ja dann Kirchner Gemeindeortsbauer, der Täter ist, und vorher sagt mir der Schmidbauer so, da kommen sowieso nie wieder raus, schwarz auf weiß, das müssen wir zugestehen, genau das hat er mir mitgeteilt, sogar schwarz auf weiß, da kommen sowieso nie wieder raus. Wo steht das? Naja, auf Unterbringungsgutachten. Vom Schmidbauer. Auf unbestimmte Zeit steht drinnen. Da steht, das sind nicht mehr rausgekommen. Also wenn er reinschreibt auf unbestimmte Zeit, es ist nicht absehbar, ja? Wenn ich da wieder rauskomme, dann heißt es so viel wie, da kommen sowieso nie wieder raus, wenn sie noch irgendwas sagen, denn ich habe in Schmidbauer sehr wohl darauf hingewiesen, das war ja anzunehmen, dass das Sachwalterschaftsthema vorgebracht wird. Und das Sachwalterschaftsthema war, da gibt es unbefundete Unfallverletzungen. Und in dem Augenblick, wo ich das gesagt habe, schreibt er rein, auf unbestimmte Zeit ist das zu veranlassen. Das heißt, es ist eine unglaubliche Drohung, konkret, unglaubliche Drohung. Wenn Sie das so wahrgenommen haben, ist das natürlich eine unglaubliche Drohung. Ich kann das aber nicht finden.